Wer sind Sie denn? Harry. Was ist denn passiert, Harry? Ja, ich hab irgendwie... Wir waren zu Hause und haben die Klausur gelernt. Er ist auf die Toilette gerannt mit Schmerzen, kam zurück und war mega blass im Gesicht. Und ich dachte eigentlich, der hätte irgendwelche Krämpfe gehabt. Harry, geht's? Kannst du laufen? Weiß es nicht. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Was ist passiert? Wen haben wir denn da? Ist der Harry, 16 Jahre alt. Harry. Na? Ist umgekippt in der Toilette oder was ist passiert? Ich habe die Klausur gelernt zu Hause und er ist ganz schnell auf die Toilette gerannt mit Schmerzen, kam zurück, war mega blass im Gesicht. Ich habe eine Wärmeflasche gegeben, weil der Schmerzen hatte. Wo hat er denn die Schmerzen? Im Bauchbereich? Ja, okay, hier runter. Da bin ich schnell noch schnell zum Krankenhaus gefahren. Ich bin der Bruder. Ich bin der Bruder und das ist meine Freundin. Alles klar. Du weißt auch nicht, was passiert ist. Nee, ich habe sie einfach. Du warst gar nicht da. Ich war nicht da, ich habe sie einfach nur abgeholt. Harry, magst du mal erzählen, was passiert ist? Das möchte ich nicht genau sagen, wenn mein Bruder und deren Freundin dabei. Ja, genau. Aber ja, es ist schon wichtig, dass wir irgendwie da vorankommen, damit wir dir auch dann helfen können. Zeig mal, wo die Beschwerden sind. Da unten weiter. Ja. Ja. Okay. Gut, ich müsste ihn jetzt einmal untersuchen. Da würde ich euch mal bitten, kurz vor der Tür zu gehen, weil es ja doch unten im Bereich ist, bisschen Teamsphäre waren und das, glaube ich, hat auch nicht jeder. Wir sagen gleich Bescheid. Erstmal untersuchen und dann können wir gleich mal schauen, wo dran es liegt. No? Ja? Zeig mal. So. Uiuiui. Na, was hast du denn da gemacht? Ein Sonnenbrand ist das nicht, ne? Nein. Warte mal. Okay. Verbrennungen, ne? Ja, sind Verbrennungen. Ne? Siehst du hier die Bläschen, ganz stark gerötet. Aber zu den Verbrennungen muss es ja nur irgendwie gekommen sein. Hm? Magst du erzählen, wie es gekommen ist? Okay, also. Ich habe von einer Schulfreundin erfahren, dass sie halt bei Jungs nicht so viel Körperbehaarung mag. Okay. Und dann habe ich halt mir gedacht, da ich sehr behaart war, habe ich mir halt gedacht, dass ich das mit einem gewissen elektronischen Gerät entfernen werde. Und dann habe ich das ausprobiert, dann ist es aber zu viel geworden. Auf Anraten einer Klassenkameradin hat sich der 16-Jährige im Internet ein Laserenthaarungsgerät besorgt. Eine denkbar schlechte Idee, denn das Gerät war ein minderwertiges Fabrikat aus China. Das geht doch schon ganz schön weit runter hier. Alles klar, da müssen wir einmal Kompressen drauf machen. Harry hat sich Verbrennungen zweiten Grades zugeführt, Stadium A. Es haben sich Blasen gebildet, starke Rötung. Und da gilt es, das zu kühlen und mit einer Creme zu behandeln. Das wird sicherlich gut ausheilen, dauert ein wenig, aber Narben werden nicht überbleiben. Ja, bitte? Von Harry ist da. Ach so, ne? Ja, okay. Hallo. Eine Sekunde mal. Oh, mein kleiner Schatz. Ja, wir sind hier gerade in der Behandlung. Bleiben Sie mal ein bisschen zurück, einen Moment. Es geht ja doch um einen Bereich, der so ein bisschen sensibel ist. Letztendlich, der Harry ist hierher gekommen und wir untersuchen ihn gerade. Das sieht nach Verbrennung aus und wir sind jetzt am Anfang der Untersuchung. Und ich würde es einmal sonst noch mal kurz bitten. Verbrennung in wo? Ja, im Unterbauchbereich. Wir müssen einmal gucken jetzt erstmal, ne? Wenn Sie einmal kurz draußen warten. Ja, Mama wartet draußen. Ja, Schatz? Ja? Ich bin da, okay? Der Harry ist nun mal jetzt 16 Jahre alt und da gilt auch die ärztliche Schweigepflicht, beziehungsweise wenn er nicht möchte, dass jemand anderes im Raum dabei ist bei der Untersuchung, dann ist es so, da muss man die Person, auch wenn es die Mutter ist, doch rausbinden. Ich werde aus Harry nicht mehr schlau. Das ist so ein fröhlicher, aufgeweckter Junge gewesen. Ja. Also seit einiger Zeit. Ja. Der macht nur noch Dummheiten. Ja. Der hatte das Gesicht verbrannt. Das hat 2-3 Tage angehalten. Okay. Jetzt sagen Sie gerade Verbrennungen im Genitalbereich. Ja, habe ich jetzt richtig so verstanden? Es muss ja Gründe geben für sein Verhalten. Ja. Es ist nicht mehr Es hat sich jetzt ja auch gezeigt, er möchte ja nicht, dass jemand dabei und dass Sie vor allen Dingen auch nicht dabei sind. Da muss er schon irgendwie ein bisschen knirschen und da muss schon mehr ein bisschen dazwischen liegen zwischen ihnen. Ne? Ja. Und gerade jetzt in dem Alter, gut, Pubertät hin und her, ne? Da mögen sie halt nicht mit rauskommen. Und wenn das aber auch mit den ganzen Vorfällen, die Sie geschildert haben, da wäre es doch ratsam, dann noch mal einen Profi, einen Experten dazu zu holen. Stichwort Familienhelfer. Ja, ne? Kann ich Ihnen eigentlich nur anraten. Damit haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Gerade so bei Teenagern, wo man dann einfach nicht weiter weiß, weil das total Plus gegen Pluspol und dann kommt man sich irgendwie nicht näher. Ne? Wenn man sich da irgendwie dann wieder nähert und mal rausbekommt, warum man sich so verhält, wäre das super. Genau. Zwei Wochen später sind zwar die Verbrennungen mit viel Glück gut und narbenfrei verheilt, doch das Kernproblem ist noch nicht gelöst.
gelöst. Darum hat sich Familientherapeut Hubert Kempten angekündigt, um herauszufinden, was wirklich hinter Harrys Aktionen und seinem seltsamen Verhalten steckt. Zwischenzeitlich hat der 16-Jährige seiner Mutter gebeichtet, dass er ihr die 30 Euro geklaut hatte, um das Laserenthaarungsgerät zu kaufen. Warum er jedoch neuerdings ständig mit seinem großen Bruder aneinander gerät, ist nach wie vor ein Rätsel. Hört jetzt mal bitte auf! Warum nimmst du jetzt in Schutz? Nein, ich nehme ihn nicht in Schutz. Das ist der Herr Kempten. Wunderschönen guten ja. Tag. Hallo. Ich habe mit ihm telefoniert. Er soll uns helfen. Hallo? Hallo. Bitte, hört jetzt einfach mal zu, okay? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Er hat einfach mein Geld geklaut, meine Fitnesskarte und dein Geld. Hört auf! Das ist ein hoffnungsloser Fall. Das darf doch nicht wahr sein. Darf ich dich mal, Paul, etwas in Ruhe geben? Harry, sollen wir mal nach draußen gehen? Ja, gerne. Ja. Mein erster Eindruck von der Familie war, dass eben alle im Grunde genommen sich gegenseitig helfen wollen, aber nicht wissen, wie. Und deshalb in den Streit kommen. Der Streit, also im Grunde genommen, der wirkt negativ, aber er ist ja sehr positiv, weil wenn jemand streitet, ist er noch an dem anderen interessiert. Was ist mit dir los? Du wirkst so sauer. Was ist sonst mit dir los, außer den Streit mit Paul? Ja, also ich... Mir geht's momentan echt beschissen, okay. Auf Deutsch gesagt. Ja. Und, ja... Du bist auch richtig traurig dabei, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, und ich weiß nicht, was ich machen kann. Stattdessen. Sollen wir mal eine kleine Übung machen? Bist du einverstanden? Pass mal auf. Dann hol ich mal hier vorne den Topf und du machst Folgendes. Du überlegst mal, welche Eigenschaften du hast, ja? Mhm. Und die Eigenschaften, die zu dir passen, da suchst du einen bestimmten Gegenstand. Schau dich hier im Garten um und nimm die Gegenstände, die für dich passen. Okay. Ist das in Ordnung? Ja. Okay, wir stellen ihn da vorne hin und dann suchst du mal. Okay. Also, die erste Eigenschaft wäre bei mir, ich bin ein lustiger Mensch. Ja, okay. Lustig und lache manchmal. Wie dieser. Schön. Außerdem ist Harry in seinen Augen immer freundlich und hilfsbereit. Fragt sich nur, warum er sich seinem Bruder gegenüber nicht so verhält. Und noch etwas gibt dem Psychotherapeuten zu denken. Trotz dieser tollen Eigenschaften wirkst du nicht zufrieden. Mein Bruder, der ist halt ein Superstar. Mhm. Der sieht gut aus und der hat viele Freunde halt. Und ich bin im Prinzip ein Loser, auf Deutsch gesagt. Ja. Hast du das deshalb mit der Haarentfernung gemacht? Ja, genau. Deswegen habe ich das auch gemacht, weil mir ein Mädchen gesagt hat, dass sie es eklig findet, wenn ein Junge zu viel Körperbehaarung hat. Deswegen wollte ich das halt entfernen. Harry, wo hast du mein T-Shirt gelassen? Ich habe dein T-Shirt nicht. Willst du mich verarschen? Du hast mein T-Shirt gelassen. Weißt du, wer mir das geschenkt hat? Ja. Weißt du, wer? Ja. Meine Freundin. Ja, toll. Zum Halbjährigen. Willst du mich verarschen? Wo hast du jetzt gelassen? Komm, zeig mir doch, wo das ist. Ich hab dein T-Shirt nicht verflucht. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Der behauptet, ich hätte sein T-Shirt weggenommen. Nein, ich will mich auf. Paul, mit Harry zu arbeiten. Augenblick, Augenblick. Ein bisschen Ruhe rein. Paul, was ist mit dem T-Shirt genommen? Ich hab mein T-Shirt genommen. Ich hab dein verdammtes T-Shirt nicht genommen. Geh mir nicht auf den Sack. Menge T-Shirt. Harry! Hey. Bleib hier! Soll ich doch abbauen? Ist mir doch scheiße, er soll mein T-Shirt holen. Bleiben Sie hier, ich schau nach Harry. Als ich mit Harry gut im Gespräch war, kam plötzlich Paul in die Situation geplatzt. Man merkte sofort bei Harry, dass die Aggression wieder anstieg. Da wurde mir so klar, da liegt ein ganz großer Konflikt zwischen den beiden, weil dieser Streit war viel emotionaler als das, was man sonst so unter Brüdern mitbekommt. Da scheinen noch viel mehr Gründe dahinter zu sein. Ich habe den Eindruck, du bist ganz tief irgendwo drin und weißt gar nicht mehr, wo rein und raus geht. Ja, genau. Sollen wir was dagegen tun? Ja, bitte. Irgendwas, ist egal was. Ja? Ja. Okay? Ja. Dann knie ich mal hier hin und schlag mal auf dieses Kissen ein. Und vielleicht kannst du dabei auch bestimmte Dinge sagen, die dir aus Wut hochkommen. Kriegst du das hin? Ja. Und ruhig richtig fest. Okay. Also, mein Bruder? Ja. Ja, ist ein, er ist ein Penner. Ja. Und auf wen bist du noch wütend? Ich sehe, du bist noch wütend. Es gibt noch andere Gründe, sehe ich in deinem Gesicht. Mensch, Harry, da ist doch noch was. Das ist los. Wow. Boah, toll, deine Freundin? Ey, das ist ja hübsch. Das wäre schön. Es ist die Freundin von meinem Bruder. Der in Liebesdingen noch unerfahrene Teenager steckt in einer fatalen Zwickmühle. Du bist verliebt in sie?
Weiß dein Bruder davon? Nein, der weiß das nicht. Was soll ich machen? Ich kann nichts tun. Soll ich dir ein bisschen dabei helfen, dass du es besser hinbekommst? Ja, hast du Lust dazu? Versuchen Sie es. Aber dann müssen wir eine ganz schwere Aufgabe machen. Die wäre? Die wäre, deinem Bruder davon zu erzählen, dass du in seine Freundin verliebt bist. Wenn du Mann werden willst, ja, dann musst du dich trauen, Dinge zu sagen. Sogar Dinge zu sagen, wo andere nicht begeistert sind. Ich weiß, dass das schwer für dich ist. Der Sinn, es zu offenbaren, ist nicht nur, es zu erzählen, weil die Situation so ist, wie sie ist, sondern damit Harry lernt, auch gegenüber seinem Bruder stark zu werden. Ne? Sich in Konflikten zu äußern und dadurch auch die Konflikte zu lösen. Ne? Weil er wird ja bisher immer noch ein Stück auch von der Mutter wie ein kleiner Junge behandelt. Och nein, jetzt ist sie auch noch hier. Okay. Hallo Harry, hallo Herr Kempe. Hallo. Na, konnten Sie was klären, was rausfinden? Ja, wir haben ein richtig gutes Gespräch geführt. Und Harry möchte allen was sagen. Und ich bitte um Folgendes dabei. Harry ist sehr mutig, finde ich. Und ich finde, dass der Mut, wenn er jetzt die Dinge sagt, die vielleicht erstaunen, dass jeder die hier auch ernst nimmt, ja? Komm, Harry, sei mutig, erzähl's, okay. Ja? Ja, okay, also, ich bin in dich verliebt. Was? Was? Bitte? Seit wann das denn? Warum? Schon immer. Ist das dein Ernst? Ja. Aber warum? Willst du mich jetzt komplett... Paul, jetzt lass ihn erst mal reden. Du hast doch gehört, was Herr Kempen gesagt hat. Da können ganz schnell Verwechslungen kommen. Ja? Harry ist in dich verliebt. Ja? Das heißt nicht, dass er seinem Bruder das Mädchen wegnehmen will. Ja? Das heißt das nicht. Erstmal, wenn man sich verliebt, das kann man nicht steuern. Meine Freundin? Aber du weißt doch selber, Gefühle kann man nicht steuern, oder? Und ja, aber lass ihn mal du weiter. Bist ein sehr guter Freund von mir, aber ich bin mit Paul zusammen. Ich liebe ihn und es wird sich auch daran nichts ändern. Das darf doch nicht wahr sein. Harry hat mir oben erzählt, wie er unter vielem leidet. Wie er darunter leidet, dass du zum Beispiel in allem gut vorankommst. Ja? Das heißt nicht, dass er dir das neidet. Ja? Aber er sieht, du bist besser in der Schule, du hast eine tolle Freundin. Ja? Du treibst Sport, du machst ganz viele Dinge. Und Harry fühlt sich immer als Verlierer. Und aus dieser Rolle will er raus. Und dann passiert noch Folgendes, dass du ihm quasi in Anführungszeichen die Freundin wegnimmst, die er sich vorstellt. Ja? Und kannst du dir vorstellen, wie sich dein Bruder dabei fühlt? Ja, kann ich mir ja, schon gut vorstellen. So richtig klein und ja. Harry will auch stark und groß werden. Im Grunde genommen bist du sogar ein Vorbild für ihn. Das ist schön zu hören. Ich kann es verstehen. Mach dir keine Sorgen. Haben wir alle Fehler gemacht. Ich finde schön, dass du das formulierst. Ja. Danke dir. Dann haben wir alle Fehler gemacht. Definitiv, ja. Fehler in dieser Phase passieren oft, weil die Kinder werden auf einmal zu schnell groß. Ja, das ist so mein kleiner Schatz. Man will ihn noch schön kuscheln, ja. Ne, wie sie das auch gerade gemacht richtig, haben. Ja. Das verstehe ich. Aber es ist so, er muss auch groß werden. Auch die Fessel zwischen Mutter und Kind muss auch beim Harry getrennt werden. Loslassen lernen, ja. Macht keinen Sorgen. Ihr seid spitze. Ich hab euch beide so lieb, Jungs. Du schaffst das schon. Dadurch, dass Harry sich geöffnet hat, ist Harry bereit, sich zu verändern. Jetzt braucht er noch ein paar Sitzungen, das sind vielleicht 3, 4, wo es darum geht, das Selbstbewusstsein von Harry zu verstärken, damit er eben mutiger wird, in neue Situationen hineinzugehen. Dank der Therapiesitzungen sind die Zeiten, in denen Harry mit sich selbst unzufrieden war, endlich vorbei. Seine Mutter behandelt ihn nicht mehr wie einen kleinen Jungen und auch das Verhältnis zu seinem großen Bruder ist viel besser geworden. Für seine Missetaten, wie die gestohlenen 30 Euro, hat sich der 16-Jährige aufrichtig entschuldigt. Und auch in Liebesdingen läuft es für den Teenager richtig gut. Harry ist frisch verliebt in eine Klassenkameradin, die seine Gefühle erwidert.